Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Legenden. Ich sitze hier mal auf dem Karno und ich gehe mal da hoch zu dem anderen See, in das Sumpfgebiet, denn ich möchte mir gerne für Wasser- und Sumpftouren und weil sie natürlich auch sehr gut im Zementfarmen sind, eine Kröte beschaffen. Ne, hier mit diesen ganzen kleinen Meganeuras und Ameisen, das können die ja ganz gut, wenn die mit der Zunge besiegen, dann sammeln die Chitin, aber einen Teil des Chitins wandeln sie direkt um in Zement. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Außerdem müssen wir, glaube ich, echt mal so einen Sepp-Hahn machen und irgendwo an so einer Redwood-Plattform anbringen, denn ich brauche auf jeden Fall auch mal diesen vegetarischen Kuchen, um mir eine Schnecke und vielleicht auch noch mal irgendwie Schafe zu zähmen, aber vor allem eben auch eine Schnecke. Denn so ein bisschen mehr organisches Polymer, ohne dass ich jedes Mal extra in die Wüste gehe, um mir da irgendwie Mantis zu farmen. Das geht zwar sehr schnell, aber man muss halt jedes Mal erstmal dahin, ne? Aber ansonsten geht das natürlich relativ flott. Aber das wäre natürlich einfacher. Man hätte direkt zu Hause irgendwas, was das kann. So, ich hätte jetzt gedacht, dass hier in diesen Seen, dass es hier auch irgendwie Frösche gibt. Ich meine, ich hätte schon öfter mal welche gesehen. Ja, außerdem, wir waren ja noch überhaupt nicht im Meer. Klar, die Kröte ist jetzt nicht das absolute Nonplusultra, um damit irgendwie unter Wasser unterwegs zu sein, aber sie ist halt schon mal nicht schlecht. Der hat ja auch keinen Sauerstoffwert. Das heißt, der verliert natürlich dann dementsprechend keinen Sauerstoff unter Wasser. Man bräuchte halt selber ein Atemgerät, aber ja, an sich ist es schon mal, da ist doch eine. Es ist schon mal ein gutes Tier. Ja, das ist jetzt zu weit weg. Wir müssen da mal rüber. Und gucken doch mal, was du so bist. Kann man dich vielleicht so direkt sehen? 55. Aber vielleicht gibt es ja hier mehr von deiner Sorte. Denn 55 ist uns ja zu schlecht. Es sollte schon mindestens 130 sein. Ich habe Bolas dabei. Ich habe aber auch wieder die Harpune mit dem Netzschussgerät dabei. Aber ich meine, eigentlich müsste eine Bola reichen. Und bei dem guten Bogen, nee, bei der Armbrust, die wir hier haben, brauche ich auch nicht sehr viele Betäubungspfeile, bis der liegt. Ich glaube, der kann aber, wenn er gebolert ist, nach wie vor mit der Zunge attackieren. Ich glaube, wenn der mit Netzschussgerät festgehalten wird, dann kann er das aber nicht. Das weiß ich aber nicht. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem nicht sehr viel mehr Schuss. Was war das? Also selbst wenn ich den sozusagen kurz mal tanken müsste, also die paar Treffer, die der mir antut, die sollte ich eigentlich aushalten. Es gibt echt nur Stegos hier in der Gegend. Das ist der Wahnsinn. Doch, Wahnsinn ist das. Ich dachte hier oben, ich hätte hier schon öfter mal Kröten gesehen. Na gut, die können ja auch alle im Wasser sein. Gucken wir mal kurz hier runter. Vielleicht sollten wir doch lieber erstmal eine Runde fliegen. Okay, nach einem halben Jahrhundert habe ich tatsächlich mal einen Frosch gefunden, der zumindest schon mal 130 ist. Hier hinter mir ist noch einer, der ist 120 oder 25. Ach, na endlich. Es hat überhaupt nicht ewig gedauert. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass der vielleicht hier nicht unbedingt irgendwie ins Wasser hopst, wo ich ihn gleich nicht mehr sehen kann. Vielleicht machen wir vorher noch kurz den Baryonyx weg. Hier der rote da, der ist irgendwie 120 oder so. Ja, ich bin, wie ihr seht, schon ganz schön weit. Ich bin hinterm Redwood im Sumpf. Oh, der ist, glaube ich, gut hier. Kann das sein? 130, natürlich. So, gucken wir nochmal. Der war, glaube ich, 120 da. Ja, genau. Wir wollen aber den Beigen, der jetzt auch schon wieder nicht mehr da ist. 130 war der, wie gesagt. Und Prime habe ich... Ah, da ist noch ein knallroter. Okay, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe jetzt schon ein paar besiegt, aber die meisten sind so Level 50, Level 60, irgendwie sowas in dem Dreh. Wo bist du? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Naja, er ist so rot. Was bist du? 5, oder was war das? Ja, pf. Pf? Nee, nee. Dann nehmen wir dann doch lieber den Beigen. Wenn ich ihn denn wieder finde, wahrscheinlich cruist er hier gerade irgendwie durchs Wasser. Ah, da hinten ist er. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Weil man sieht die dann halt so gut wie gar nicht.
Und die 3 bitte. Zack, so weit, so gut. Die 5. Ja, hi. 1, 2, 3. Aha, okay, das war's schon. Ja, unser Armbrustding ist halt wirklich echt gut. Machen wir mal kurz hier die Dido-Parade weg. Ja, siehst du? Siehst du, da erschrickst du dich. Wenn die nicht tot sind, kommen die bestimmt gleich wieder. Da hinten ist ein Capro. Auch nicht so gut. Sind schon zweimal weggekaprot worden. Und hab's zum Glück immer geschafft, mit Händen und Füßen und meinem Schwert und dem Kanu zur Hilfe, die dann doch wieder irgendwie auszuschalten. Okay, jetzt gib mir mal hier Filet. Und wir geben dem hier Filet. Phil. Rüber mit Phil. Jut. Und er braucht, glaube ich, keine Narkose. Ich hoffe, der wird jetzt hier nicht großartig angegriffen. Ich meine, die meisten greifen die nicht an, aber ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt darauf verlassen wollen. Bei 130 ist, wie gesagt, das Minimum eigentlich der Tiere, die ich eigentlich nicht so richtig benutzen will, aber naja, egal. So, wir haben einen Sattel dabei, wir haben Kryopods dabei. Kann den also gleich einpacken. Und ja, wie gesagt, also der ist natürlich super im Zementfarmen, also Chitin im Allgemeinen, aber vor allem macht er eben auch Zement draus. Der kann eben auch schwimmen, der ist relativ schnell, der kann gut springen. Ich hatte ja überlegt, ich nehme hauptsächlich Tiere, die ich selten benutze. Ich habe fast immer einen Frosch. Ich benutze den meistens dann doch gar nicht so viel, weil er halt doch recht empfindlich ist, wenn es nicht gerade gegen Insekten geht. Aber ich habe ehrlich gesagt natürlich auch noch einen weiteren Hintergedanken, den ich damit verfolge. Ich habe nämlich den Zugang zu der Labyrinthhöhle gefunden. Und die ist unter Wasser. Also der Zugang ist unter Wasser, nicht die gesamte Höhle, aber der Zugang ist unter Wasser. Und das, was wir da gesehen hatten mit der Mauer, mit dem halben Menschen in der letzten Folge, das ist tatsächlich der Ausgang. Ja, und der Eingang dazu, der ist ziemlich weit entfernt unter Wasser. Und das ist natürlich was, was ich mir auch nicht entgehen lassen möchte. So, jetzt sehe ich hier wenigstens immer, zu wie viel Prozent er schon ist. Ja, die letzte Weihnachtsrunde ist gerade vorbei. Der Tag bricht an. Und ich möchte eben dorthin gehen, wo diese Höhle beginnt. Und zwar ist das genau hier. Genau hier zwischen all diesen Steinfelsen beginnt diese Labyrinthhöhle. Also zumindest ist es ein Eingang. Das ist der eine, den ich gefunden habe. Und wir sehen prompt, was wir vergessen haben, nämlich den Frosch. Tada! Und gleich wieder zurück. So, nächster Versuch, diesmal mit Frosch. ich konnte mir leider noch keinen Scuba machen, weil ich einfach leveltechnisch da noch nicht so weit bin. Mir fehlen noch 2 Level, dass ich das machen kann. Und da laggt's und laggt's und laggt's. So, wollen wir mal hoffen, dass das hier irgendwie reicht. Ja, das reicht auch ohne Scuba Tank. Ja, ich habe mir natürlich ein paar Fackeln gemacht, logisch. So, und das hier, sind das jetzt weiße oder schwarze Perlen? Okay, weiße Perlen. Es hätte ja sein können. Wir machen, also Gamma ist schon hoch. Wir machen zusätzlich nochmal eine Fackel an. Ich habe 2 Stück dabei. Und hüpfen hier mal so rum. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich war ja hier noch nicht drin. Ich habe jetzt halt nur den Eingang gefunden. Und per K-Befehl, wo man halt mal so unter die Map gucken kann, da habe ich gesehen, dass das die gleiche Höhle ist, wie die wir eben beim letzten Mal schon gesehen haben. Da stellt sich zum Beispiel gleich die Frage, das hier ist wahrscheinlich der gleiche Gang wie der. Wir probieren es einfach nochmal aus, ob das hier oben auch wieder zusammenkommt. Ah, Spinnenweben. Aha, okay. So, und jetzt ist die Frage, nehme ich lieber den Affen?
Ich glaube ja. Ich glaube, ich will lieber den Affen haben. Ich glaube, der passt hier durch die Seegänge durch. Das sieht doch gut aus. Wir nehmen dich, packen dich erstmal wieder weg. Okay, da war nicht viel Wichtiges drin. Gut. Tja, links oder rechts? Das ist nun die entscheidende Frage. Du kriegst mal was hier drauf und du kriegst mal was da drauf. Also ich höre ja die Fledermäuse. Und ich sehe auch die Fledermäuse. Was habt denn ihr für ein Level? Normal, normal. Okay. So, das hier ist alles der gleiche, gleiche Gang. Irgendwo wird es wahrscheinlich weitergehen. Wir haben schon mal irgendwas ausgelöst. Jetzt ist nur die Frage, was? So, ich hätte gern zum Beispiel diesen Loot. Muss man die jetzt irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge? Bedienen. Ah, okay, das ist ein Atropleuras. Jetzt sind hier ein Knöpfchen. Klickert zwar die ganze Zeit. Vielleicht muss man die in einer bestimmten Reihenfolge betreten. Kommt die das denn so aus, als ob man da noch irgendwie anders reinkäme? Tja, das ist wahrscheinlich schon mal hier das Erste, ne? Also irgendwie muss man irgendwas, irgendeine Kombination schalten und dann kommt man hier vielleicht rein. Was ist da? Oder sind die Lampen hier irgendwas? Nee. Autsch. Ja, von hier sind wir gekommen. Das klickert hier halt immer nur. Ach ja, sollten vielleicht unsere Klamotten ausziehen. Aber auf geht's trotzdem nicht. Naja. Ja, genau. Wenn es hier nicht so total kalt ist, dann würde ich einfach mal meine Klamotten hier ausziehen. Wer weiß, wie viele Atropleuras uns noch begegnen. Und irgendeiner hat ein Level. Der Affe. Oh, wir haben auch schön viel Chitin. Das ist gut, falls unsere Sinne. Ah. Kann man hier mit denen irgendwas machen? Das ist auf jeden Fall eine coole Treppe. Da sollten wir vielleicht erst wieder durchgehen, wenn sich der Staub verzogen hat. Aber hier ist auch eine Treppe. Ich höre was brummen. Und ich sehe auch hier, dass da, hier ist eine Pfeile. Genau. Au. Hier sieht es schon wieder aus, als käme man hier eigentlich durch. Okay, da waren wir doch schon mal. Die beiden, die kennen wir doch, oder? Seid ihr nicht immer noch die gleichen wie vom Anfang? Glaube ja. Aua, schon wieder. Oh, ein Loch. Ah, Loot.
Also wir müssen mal kurz, das hier drüben sieht auch interessant aus, mal vielleicht den Affen so ein kurzes Stückchen hochheilen. Ja, ach, nicht sonderlich, aber egal. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Geht's hier irgendwie links und rechts noch weiter? Nee, ne? Das sieht sehr interessant hier aus. Ich glaube, kann man hier diese Kisten vielleicht kaputt machen? Nee. Die sind sozusagen nur Deko. Ist es sinnvoll, nach unten zu gehen? Sieht man da was? Ah, da geht's weiter. Aber ohne Affe. Na, ich weiß nicht. Wir bleiben erstmal auf dem Weg, den der Affe gehen kann. Hopp, weiter geht's. Da ist wieder was. Ich hab's gesehen. Ah, hier ist das Loch diesmal von... Oh, was ist das? Ein Loot? Ja. Okay. Aha, da stecken auch Pfeile drin. Danke. Tja. Es geht sicherlich irgendwie, dass man diese Dinger hier aufkriegt, aber wie? Also vielleicht geht es auch nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, das geht bestimmt irgendwie. Wir kamen von da, ne? Wir waren aber auch schon da unten. Schnell durch. So, und wir kamen von da, glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang. Aha! Okay, da ist ein Artefakt, aber hier sind so viele Trittsteine. Ich weiß nicht, soll ich die berühren? Muss ich die berühren? Gibt es hier einen Knopf? Da liegt eine Leiche. Ist hier irgendwas, was uns Aufschluss auf irgendwas geben könnte? Ah, ah. Okay, das war schon mal nicht die richtige. Vielleicht ist es aber auch eine Kombination, die man treten, drücken muss. Press-Button, 1 von 1, aha. Okay. Ja, wo ist es denn? Wo steht es denn jetzt wieder? Oh. Okay, irgendwo geht irgendwas auf. Irgendwo geht irgendwas zu. Guck mal, hier sind ganz viele Handabdrücke. Wollen wir mal wetten, dass es hier irgendwie ist? Allerdings ist der Typ ja auch tot. Ha! Tada! Cool, wir haben eins. Kam ich von hier? Also nee, also muss ich jetzt hier weiter, meine ich eher damit? Ups. Oh oh.
Was ist das? Au, au, au. Ich sehe gar nichts. Was macht der Qualm? Offenbar Torpor. Okay. Cool, aber wir haben immerhin schon mal eins. Geht's hier weiter? Ja. Das war doch der erste Knopf, ne, den wir gedrückt haben. Na, jetzt ist irgendwas. Jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass es das hier ist, aber es ist es nicht. Aber irgendwo anders. Irgendwo ist ein Gatter aufgegangen. Hier? Nee. Nee. Aber der zweite hat auch irgend so einen Klick gemacht. Jetzt müssen wir wieder warten, bis das hier verraucht ist. Das Tor? Ja, das hier ist das Tor. Wir müssen den jetzt aber gleich hier mal einfrieren. Na, die kommen ja nicht hier durch. Das ist doch schon mal schön. Mann, der stellt sich immer an, ey. Der ist irgendwo hochgeklettert und tut jetzt so, als könnte er nicht mehr kämpfen. Ach, jetzt kommt es doch hier durch. Interessant. 150, warum auch nicht? Kann man auch aufhören mit Klettern? Oder ist es nicht möglich? So. Das sieht recht tödlich aus. Egal. Wir frieren dich mal kurz ein. Oh, ich höre eine Atropleura. Kann ich dich hier nicht rausschmeißen? Doch, ne? Aber ich höre hier schon wieder was brummen. Ah, da drüben. Noch ein Artefakt, okay. Die Fackel ist aus. Ist das nicht auffällig? Ich will lieber mal den Affen auf die Falle treten lassen. Okay. Das ist bestimmt irgendwas in diesen kleinen Lücken. Ah, da ist schon mal ein Loot. So, jetzt müssen wir euch hier noch platt machen. Besser als, ja, die ist besser als die, die ich habe. Die nehme ich. Sehr schön. Aber hier ist auch die Fackel aus. Das muss doch was bedeuten. Tja, ich befürchte, dieses Artefakt, das müssen wir einfach lassen, wo es ist. Es hat bestimmt irgendwas mit diesen Fackeln zu tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde das sehr auffällig, dass es hier insgesamt genau drei Fackeln gibt, auf denen, wo kein Feuer brennt, und alle anderen aber schon. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwas hier mit dem Raum zu tun hat. Aber was, aber was, aber was? Ich finde einfach nichts.
Ich bin einfach zu unkreativ. Na gut, dann werden wir eben unverrichteter Dinge weiterziehen müssen. Ich befürchte allerdings, dass das dieses Artefakt ist, was man wahrscheinlich dreimal braucht. Also es gibt ja eins, das man dreimal braucht und jedes andere braucht man nur einmal. Wahrscheinlich ist es genau das. Das, was man halt einfach nicht kriegt. Da wieder nicht gerannt. Blödes Vieh hier. Na gut, egal. Dann müssen wir eben irgendwie anderweitig zusehen, dass wir hier wegkommen. Runter, hoch. Ah, hier ist auch ein Riegel. Warum könnt ihr nicht einfach Knöpfe irgendwo hin machen? Das ist doch blöd. Wo sind wir jetzt? Irgendwie kommt es mir so vor, als wären wir irgendwie wieder am Anfang. Uh-oh. Chitin, das ist auch nicht ungefährlich. Das ist doch ein Knopf, oder? Ah. Danke. Na, sowas meine ich. Einfach ein Knopf. Einfach, dass man sieht, wo man hin muss. Au. Anu. Das ist hier nicht genau das, wo ich gerade eben war. Ja, ne? Ja, es ist, damit man hier nicht von den Pfeilen getroffen wird, wahrscheinlich. Aha, okay. Ich dachte, vielleicht geht da auch eine Tür auf, aber nein. Also ihr seht, viele Feinde gibt es hier nicht. Hier ist halt einfach nur Köpfchen gefragt. Mal ganz kurz gucken. Au, au, au. Waren wir hier schon mal? Kommt mir irgendwie nicht so vor. Einmal hier drauf, einmal hier drauf. So. Gigantisch. Ah, irgendwie, die kommen mir aber doch sehr bekannt vor. Das ist doch ganz, ganz am Anfang. Ich bin jetzt hier auf der Rückseite, glaube ich, von da, wo das Artefakt ist. Und da war doch ein so ein Raum, der dieses Loch drin hatte. Und der Raum daneben war doch der mit dem Artefakt. Aber ich finde auch auf der Rückseite leider nichts. Hier ist nochmal so eine. Upsch, schnell durch. Ah, nee, aber das Artefakt, das haben wir ja schon. Aber gut, wir sind also wieder da. Ha, vielleicht muss man beide drücken. Also es hat ja zweimal Klick gemacht, ne? Das eine war. Echt? Oh, nee. Scheiße. Aber viel zu viele von diesen blöden Rauchgranaten. Die nerven echt total. Mehr als alles andere. So, hier durch ging es ja zu dem anderen Artefakt. Es gab ja zwei Knöpfe, die man drücken muss. Vielleicht muss man einfach beide hintereinander schnell drücken. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir sie wenigstens wieder alle. Okay, jetzt versuchen wir einfach mal. Ne, da oben sind immer noch welche. Button. Jetzt sehe ich aber den hier schon wieder nicht. Man sieht die halt einfach auch nicht. So, jetzt gehen noch zwei Türen auf, ne? Genau, das eine ist die hier. Und das andere
Beweg dich bitte einen Schritt. Ist? Nee, leider nicht die. Schade, ich dachte. Ist jetzt auch nicht so, dass man die irgendwie... Okay, ein Test noch. Es ist nämlich doch so, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt komme ich ja hier wieder nicht durch. Gibt es denn hier keinen Button für die Tür? Okay, dann müssen wir noch einmal außen rum. Und, oder kommt man... Nimm mal den Affenschwanz aus dem Wild. Aus dem Bild, nicht aus dem Wild. Ja, jetzt muss ich noch mal einmal außen rum. Aber es ist, glaube ich, doch so. Es öffnet sich nur nicht das Gatter hier vorne. Es öffnet sich die Wand hier vorne. Das heißt, also noch einmal außen rum. Und dann kriegen wir es hoffentlich hin. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Ich habe den Affen wieder vor die Tür gestellt. Ich weiß halt nur nicht, welcher Knopf welche Tür aufmacht. Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Hallo, Knopf. Und dass man die Knöpfe einfach immer nicht sieht. Da. Da. Drauf. Drin mit dir. Absetzen. Sonst kommen wir ja nicht durch. Ha! Wir sind da. So, woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ich es nämlich schon geholt habe. Deswegen war es da auch gerade nicht. Hier ist es. So, ich habe nämlich so lange rumprobiert, bis ich es geschafft habe. So geht das Ganze. Okay. Alles klar. Dann frieren wir dich wieder ein. Und jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch den Ausgang finden. Also wir finden immer nur wieder den Eingang, blöderweise. Aber es gibt ja definitiv auch einen richtigen Ausgang. Und ich würde jetzt gerne den Ausgang finden und nicht nochmal einen weiteren, also nicht wieder den Eingang. Also da kommt man zwar bestimmt auch raus, aber ich würde halt einfach gerne mal einen anderen Weg nehmen. Und es ist jetzt halt die Frage, wo man da rauskommt. So, das werden wir jetzt hier mal... Husch! Ah, ich verhungere. Ja, dann sollte ich vielleicht was essen. Dann sollten wir hier mal irgendwie gucken, dass wir hier irgendwo rauskommen. Okay, vielleicht habe ich sie erwischt. Es ist auf jeden Fall hier irgendwo was aufgegangen. Das ist nur die Frage, wo war das? Hier? Nee. Hier? Nee. Also hier ist... Tja, wenn das auf ist, dann ist es wieder zu. Das klang eher wie irgendein Fels, der sich weggeschoben hat. Ah, dieses blöde Pfeilgeschieße, es nervt jetzt. Und wieder die dummen Granaten. Ach komm, scheiß drauf. Wir nehmen einfach den Ausgang, den wir vorhin reingekommen sind. Ich finde das andere nicht mehr. Ich komme durch den anderen Ausgang nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie man hier durchkommt. Na schön, okay. Gut, wir sind immerhin wieder am Ausgang. Wir müssen nur noch den richtigen finden. Von hier, genau. Okay, cool. Soweit, so gut. Wir haben immerhin beide Artefakte bekommen. Vielleicht muss man ja nicht. Also ich meine, es ist doch komisch, dass man dann nicht durch den anderen Ausgang darf. Also ich hätte gedacht, man arbeitet sich so weit vor, dass man halt irgendwann nicht mehr zurückkommt. Aber dass man immer zurückkommt, aber nie vorwärts raus, das finde ich ein bisschen seltsam. Na, wie dem auch sei. Der hier ist, glaube ich, nicht so gut im Schwimmen. Wir nehmen also wieder die Kröte. Hast du irgendwas, was ich vielleicht brauchen kann? Nicht wirklich. So, ich habe die beiden Artefakte mal ausgestellt. Irgendwie habe ich den Eindruck, das ist noch nicht richtig reingeladen. Das sieht noch, oder beide besser gesagt, die sehen noch ein bisschen merkwürdig aus. Genau, wir haben sie hier mit in die Reihe gestellt, wie auch schon das vom Skylord, das ich ja vorher gefunden habe. Ja, irgendwie sind die noch nicht richtig reingeladen. Und wir haben hier einmal das vom Hinterhältigen und das vom Massiven, also Massive und Cunning. Und das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, Artefakt, was man für alle drei Bosse braucht, also in jeder Stufe, dass das vom Hunter ist. Das heißt, keins davon.
was ich persönlich sehr schön finde. Das heißt, wir müssen da nicht zwangsläufig wieder rein, wobei es natürlich interessant zu wissen wäre, wie man dieses Gatter aufbekommt. Wahrscheinlich auch da in diesem einen Raum, wo einfach die ganzen Knöpfe sind. Man muss halt nur den richtigen drücken. Aber ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle, oh, guckt euch das an, jetzt sieht es auch noch schön aus, dass an dieser Stelle die Folge für heute zu Ende ist. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like dalassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arklegenden. Bis dann, ciao, ciao.